Mein Name ist Stefanie Kalinke, ich bin seit 10 Jahren in der PSD Bank München. Seit einem Jahr bin ich Leiterin in der Personalabteilung und bin aktuell 34. Eine der Besonderheiten der PSD Bank München beginnt schon beim Namen. Das heißt zwar PSD Bank München, hat ihren Sitz aber in Augsburg. Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich von Augsburg bis hin zum Bodensee, entlang der Alpen bis kurz vor Regensburg. Was viele Menschen nicht wissen, ist, dass wir eine Direktbank sind. Das heißt, bis auf unsere beiden Kundencenter in München und Augsburg haben wir kein Filialgeschäft. Dafür sind wir aber ziemlich digital unterwegs. Unsere rund 80.000 Kunden betreuen wir vorwiegend über Online-Kanäle. Bei uns beginnt alles mit der Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Das heißt, du lernst in erster Linie das komplette Bankgeschäft kennen. Neben dem Bankgeschäft durchläufst du aber auch ganz klassische Bereiche wie das Rechnungswesen und Controlling. Du wirst aber auch unsere Kundenbetreuung und unser Team Marketing kennenlernen. Hier kannst du das Team bei der Entwicklung von Kampagnen unterstützen. Wie du siehst, ist eine Ausbildung bei uns vielfältig. Und neben den ganzen praktischen Themen in der Bank kommt noch der theoretische Unterricht an der Berufsschule in Augsburg hinzu. Um bei uns eine Ausbildung starten zu können, brauchst du mindestens die mittlere Reife und jede Menge Lust aufs Bankgeschäft. Diese Lust wollen wir auch spüren. Du sollst offen auf Menschen zugehen können und Spaß an dem haben, was du tust. Und was die Noten anbelangt, so haben wir keinen Mindestschnitt vor Augen. Aber Fächer wie Mathe, Deutsch und gegebenenfalls Rechnungswesen sollten dir liegen. Ganz entscheidend im Bewerbungsprozess sind Form und Inhalt deines Bewerbungsschreibens. Denn bei aller Kreativität, die wir als Direktbank leben, geht es am Ende auch um Genauigkeit und Seriosität. Je schneller wir uns einen ersten guten Eindruck von dir machen können, umso besser. Daher legen wir genauso viel Wert auf das Bewerbungsschreiben wie auf das Zeugnis. Wir wollen dich als Mensch kennenlernen und wissen, wie du tickst. In unserem gemeinsamen Gespräch werden wir dir sicher keine Rechenaufgaben stellen oder dich einen Aufsatz schreiben lassen. Für uns ist es wichtig, dass du authentisch wirkst, denn auch du sollst dich bei uns in der Bank wohlfühlen. Wenn du Lust auf digitale Projekte hast, bist du genau richtig bei uns.